Lange Jahre war Berlin nach der Wiedervereinigung eine der wenigen europäischen Hauptstädte mit bezahlbarem Wohnraum. Doch damit ist es längst vorbei. Die Mieten steigen kräftig, in einigen Stadtteilen geradezu sprunghaft. Deswegen führte der rot-rot-grüne Senat im Februar 2020 den sogenannten Mietendeckel ein. Dieses bundesweit einmalige Gesetz sieht Obergrenzen vor und sollte die Mieten von fast 1,5 Millionen Wohnungen für 5 Jahre einfrieren. Dazu sei das Land aber gar nicht befugt gewesen, entschied heute das Bundesverfassungsgericht und kippte das Projekt. Auf Mieterinnen und Mieter könnten jetzt Nachzahlungen zukommen. Für Wohnungen in der Hauptstadt galten zuletzt mitunter recht komplizierte Mietverträge. Sie enthielten nämlich 2 Mieten, eine höhere und eine niedrigere unter Vorbehalt. Grund dafür war die rechtliche Unsicherheit um den Berliner Mietendeckel. Mit ihm wollte die rot-rot-grüne Landesregierung die steigenden Mieten in den Griff kriegen. Für Wohnungen, die vor 2014 gebaut wurden, wurden die Mietpreise bis 2025 eingefroren. Es gab eine Miettabelle für Neuvermietungen mit gesetzlichen Obergrenzen und bestehende Mieten mussten gesenkt werden, wenn der Mietpreis 20% über dieser Obergrenze lag. Der bundesweit einmalige Vorstoß ist verfassungswidrig. Das Land Berlin war dafür nämlich gar nicht zuständig. Der Bund hat mit umfangreichen Regelungen, wie beispielsweise der Mietpreisbremse, seine Gesetzgebungskompetenz abschließend wahrgenommen. Dadurch trat eine Sperrwirkung ein. Weil der Berliner Mietendeckel und die Mietpreisbremse im Kern aber beide denselben Gegenstand regeln, fehlt dem Land die Gesetzgebungskompetenz. Die Mietpreisbremse gilt bundesweit für Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt, aber nur für neue Mietverträge. Sie deckelt die Mieten also nicht so stark wie das Berliner Gesetz. Dem Mieterbund reicht das nicht. Karlsruhe hat jetzt klargestellt, dafür ist der Bund zuständig und deswegen werden wir uns jetzt mit aller Kraft einsetzen für einen bundesweiten Mietenstopp. Auf Mieter in Berlin könnten nun Nachzahlungen zukommen. Der Konzern Deutsche Wohnen kündigte das bereits an. Vonovia will dies dagegen nicht tun. Lukas Siebenkotten ist Präsident des Deutschen Mieterbundes. Mit ihm spreche ich jetzt hier bei Tagesschau 24. Willkommen. Guten Tag. Das Ende des Mietendeckels in Berlin und damit wohl auch auf Länderebene. Haben Sie das kommen sehen? Ja, wir haben es zumindest als möglich einkalkuliert, weil so etwas bisher ja noch nie gewesen ist. Und da muss man natürlich auch damit rechnen, dass das verfassungsrechtlich beanstandet wird. Also wir waren natürlich überhaupt nicht erfreut, aber auch nicht ganz furchtbar überrascht. Jetzt muss alles auf Anfang gestellt werden. Was bedeutet das für die Mieter? Haben die damit drastischen Erhöhungen oder sogar Rückzahlungen zu rechnen? Ja, sie haben damit zu rechnen, dass sie nachzahlen müssen, das, was in der Zwischenzeit aufgrund des Mietendeckels nicht gezahlt werden musste. Deswegen hat zum Beispiel der Berliner Mieterverein auch immer empfohlen, das Geld vorsichtshalber zur Seite zu legen, damit man für den Fall gewappnet ist, dass man nachzahlen muss. Aber wir gehen davon aus, dass viele verantwortliche Vermieter das nicht alles nachfordern oder wenigstens oder gar nicht nachfordern. Das wäre natürlich ausgesprochen erfreulich. Und stecken da ja oft auch Wirtschaftsunternehmen dahinter? Rechnen Sie vielleicht auch mit einer Kündigungswelle? Ich rechne nicht mit einer Kündigungswelle, sondern nur damit, dass die Probleme der Nachzahlung gelöst werden müssen. Wir haben keine Anzeichen dafür, dass eine Kündigungswelle losgetreten würde. Nochmal zurück zum Urteil. Das Argument gegen den Mietendeckel in Berlin war ja, dass spätestens durch das 2015 erlassene Mietpreisbremsenregelung alles abschließend geklärt sei, und zwar deutschlandweit. Ein Landesgesetz mit eigenen schärferen Verboten habe dann neben keinen Platz. Das heißt ja im Klartext, der Bund ist gefragt. Was sollte der aus Ihrer Sicht jetzt unternehmen? Wir fordern seit Jahren, dass der Bund sich auch um die Bestandsmietenbegrenzung, also die Höhe der Bestandsmieten zu begrenzen, kümmert. Und deswegen muss er jetzt einen Mietenstopp beschließen, unserer Ansicht nach, für bestehende Mietverhältnisse, der über einen bestimmten Zeitraum hinweg bestehen bleibt. Denn der Bund, das ist unstreitig, darf das. Das Problem ist, dass es die Länder nicht dürfen und
und es hier ein Bundesland versucht hat. Jetzt also dringend notwendig, dass die Kräfte, die dafür zuständig sind, auf der Bundesebene sich um einen Mietenstopp kümmern. Halten Sie diese Forderung für realistisch? Also wir können inzwischen davon ausgehen, dass zumindest eine Regierungspartei, nämlich die SPD, uns unterstützt und mindestens zwei Oppositionsparteien, nämlich die Grünen und die Linken. Damit sind wir schon viel weiter als vor ein paar Jahren. Wenn jetzt noch aus den anderen Parteien die einen oder anderen dazukommen, dann könnte man dafür eine Mehrheit im Bundestag bekommen. Können Sie sich ja auch andere Instrumente als den Mietendeckel vorstellen, die dann auf Landesebene funktionieren könnten? Jedenfalls nach dem heutigen Urteil nicht zur Begrenzung der Bestandsmieten. Und die Frage muss gelöst werden. Das geht wohl nach unserer derzeitigen Einschätzung nur auf Bundesebene und zwar auf zivilrechtliche Weise durch entsprechende Änderung des bürgerlichen Gesetzbuchs. Es gibt ja auch noch die Idee von Enteignungen. Was halten Sie davon? Enteignungen sind definitiv nach dem Grundgesetz zulässig. Das ist erstmal ganz wichtig, auch für diejenigen, die gegen Enteignungen sind. Sie haben allerdings einen ausgesprochenen Haken. Man muss, wenn man enteignet, eine Entschädigung zahlen. Und wie hoch diese Entschädigung ist, darüber gibt es keine bisherigen Beispiele. Das wird letztlich auch das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Und wenn dann die Entschädigung so hoch ist, dass man viel besser mit dem Geld entsprechende Wohnungen geschaffen hätte, dann wäre das ein Schuss in den Ofen. Sagt der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten. Vielen Dank, Herr Siebenkotten, für das Gespräch. Dankeschön.